Deutschlands Spitzensportler mal ganz anders. Im ägyptischen Hurghada erleben die Topathleten, die 2014 eine Medaille in einer olympischen Sportart gewonnen haben, ein sonniges Urlaubsparadies, fast wie auf einer Klassenfahrt. Im Rahmen der Wahl zum Champion des Jahres feiern sie ihre Erfolge und genießen, wie hier auf einer Schiffstour, den Sonnenuntergang vor den Bergen Ägyptens. Mit dem Blick, den wir gerade hatten, da ist echt viele, viele stressige Tage und viele, sag mal, Schweinehundtage, die wurden auf alle Fälle ausgezahlt durch. Doch neben Party, Urlaub und Entspannung gibt es eben auch noch einen Titel zu gewinnen. Der Champion des Jahres wird zum Abschluss des einwöchigen Events von den 80 anwesenden Medaillensammlern gekürt. Zuvor hatten 3.800 Sportler 5 Nominierte gewählt, darunter auch Wasserspringer Patrick Hausting. Der dreifache Europameister bedauert, dass das Event schon fast wieder vorbei ist. Also mein Trainer hat schon, er hat schon ein bisschen Ärger gemacht, dass ich jetzt langsam einmal mit Training wieder anfangen soll. Das sind denn jetzt ja, wir haben Woche, oder? Genau, ja, wir haben dann so jetzt 4 Wochen Urlaub gehabt nach unserem Trainingshöhepunkt. Und ja, ab Dienstag geht es dann leider wieder voll in den Ernst des Lebens zurück. Dann wird wieder ein Jahr hart gearbeitet, damit wir am Ende hier vielleicht wieder welche schöne Bilder machen können. Champion des Jahres. Das Zusammentreffen der deutschen Spitzensportler unter der Sonne Ägyptens. Für die Athleten der verdiente Lohn ihrer Arbeit und für alle anderen die Gelegenheit, die Topsportler einmal von einer anderen Seite zu sehen.